Meistermixer, neuer Erfolg in Steam. Freut mich. Können wir hier noch irgendwas? Käfig wird es wahrscheinlich nicht sein. Was ist mit dem Schreibtisch? Morgen früh ist wieder Unterricht. Ich müsste mich eigentlich darauf vorbereiten. Direktor Bloch hat mir das Zaubern außerhalb des Zauberunterrichts verboten. Nur, wie soll ich meine Schüler ohne Magie begeistern? Okay, da können wir nichts machen. Die fleischfressende Pflanze wird wahrscheinlich auch nicht mehr für uns interessant sein. Die hat ja schon gut ihre Dienste getan. Und ich brauche jetzt irgendeine Information, was es mit diesem Eisenwerke oder ja, was mit dem Pisspot los ist, weil der soll ja unsere Füße werden für den Golem. Und ich bin hier. Wir sprechen nochmal mit Jorge. Hallo, Jorge! Wilbur! Was sind die bessere Welteisenwerke? Das sind die verfluchten Betrüger, die mir diesen unbrauchbaren Pisspot verkauft haben. Dieser Weltverbesserer. Weltverbesserer? Ja. Haben nach dem Krieg Schwerter, Rüstungen und all das Zeug eingesammelt. Schwerter zu Pflugscharen, Helme zu Pisspötten und dieser ganze Kram. Das heißt, der Pisspot war früher mal ein Soldatenhelm? Könnte einem verfluchten General gehört haben, wenn es nach mir geht. Jetzt ist er ein Pisspot auf der Flucht. Ein prächtiger Soldatenhelm, der zu einem Pisspot mit Beinen umfunktioniert wurde. Kein Wunder, dass ihm das nicht gefällt. Ich muss weiter, Jorge. Bis dann. Bis dann. Na klar, der Helm wird deprimiert sein. Aber dann können wir jetzt mit ihm reden. Postkarte, wir gehen runter an die Straße. Hier war er doch immer. Ja, genau. Spring nicht! Du warst mal ein Soldatenhelm, oder? Und so wie du aussiehst, hast du nicht irgendwem gehört. Und jetzt hat man aus dir einen magischen Pisspot gemacht? Das ist ein beschissener Job, ganz wörtlich. Ich kann schon verstehen, dass du weggelaufen bist. Du hast für das Gute gekämpft, hast viel erlebt. Und jetzt... Wie wäre es, wenn du wieder Großes vollbringen könntest? Für deinen Oberbefehlshaber sogar. Ich baue einen Golem, der Erzmagier Alistair beschützen soll. Du kennst doch den Erzmagier. Er ist in Gefahr. Vielleicht stecken die Schatten dahinter. Aber auf jeden Fall eine dunkle Macht. Du könntest dem Golem als Beine dienen. Es wäre eine ehrenvolle Aufgabe. Also, bist du dabei? Abgemacht. Klasse, dann haben wir den jetzt. Und wir haben Tinte, wir haben... Brauche ich noch irgendwas? Wir legen das einfach mal an. Also. Und damit wäre der Golemkörper auch schon mal fertig. Fehlt nur noch der mit magischer Tinte geschriebene Zauberspruch im Mund. Den haben wir doch auch schon. Benutze Tinte mit... Also schön. Was muss ich auf den Zettel schreiben, damit der Golem lebendig wird? Einfach lebe? Im Prinzip schon. Allerdings in der Sprache des Golems und die ist komplizierter. Ich diktiere es Ihnen. Grolob Grishna Kelabib. Moment. Grolob Grishna... Das waren aber viele Worte für ein einfaches Lebe. Das Beleben toter Materie erfordert exakte Instruktionen. Das wird nicht gut gehen. Klingt logisch. Und jetzt? Legen Sie den Zettel in die Mundhöhle des Golems. Alles Weitere folgt automatisch. Auf keinen Fall vorher. Von der Belebung halbfertiger Golems ist dringend abzuraten. Okay. Ich habe ein ganz schlechtes Gefühl. Aber ja, erwecke den Golem zum Leben. Dann wollen wir mal.
Grump? Es ist soweit. Willst du dabei sein? Was ist soweit? Was heckt ihr beiden da aus? Willibur haben Golem gebaut. Unmöglich. Kommen mit, darfst mitgucken. Also schön. Ach. Lebe! Psui, pui, boing, da! Was tust du? Ich finde, so ganz ohne Donnern und Blitze und so wäre es langweilig. Brüsch, boing, er lebt. Fantastisch! Willibur hat geschafft! Ein echter Golem! Sollen helfen in Gasthaus, dann wir können machen Urlaub. Aber bis zur Wahl soll er erst einmal der Leibwächter des Erzmagiers sein. Schade, dass er nicht sprechen kann. Es sei denn... Moment! Kannst du schreiben? Was sind deine Befehle, Meister? Komm, wir gehen in die Zaubererschule. Dort besprechen wir alles Weitere. Gute Arbeit, Willibur. Danke. Fühlt sich gut an, dem Erzmagier zumindest eine Sorge nehmen zu können. Bis dann. Muahaha. Oh. Mua har 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 har. Oh, das wird nicht gut gehen. Was ist los? Suchst du den hier? Was zum... Das ist jetzt ein Doppelgänger. Was ist denn passiert? Oh mein Gott. Der Erzmagier hat von einer bösen Präsenz in der Schule gesprochen. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich diese Präsenz bin. Ich war die ganze Zeit vor eurer Nase und ihr habt es nicht bemerkt. Bist du... sowas wie mein böses Ich? Ich bin kein kleiner Möchtegern-Zauberer. Ich bin der größte Hexenmeister der Welt. Oh, Munkus. Und du bist... Munkus? Der Hexenmeister? Sohn der Erzhexe Mordroga? Gestaltwandler und böses Genie? Ja, ich glaube, wir hatten schon mal miteinander zu tun, oder? Letztes Mal haben wir dir und deiner Mutter in eure dicken Hintern getreten, wenn ich mich recht erinnere. Aber dieses Mal nicht! Die Allianz wird zerbrechen und das Reich der Schatten wieder auferstehen! Mit mir an der Spitze! Ja, irgendwoher, die Stimme kenne ich auch irgendwoher. Das ist doch auch so eine bekannte Synchronsprecherstimme. Ich überlege gerade. Aber erstmal weiter. Was hast du mit meinem Golem gemacht? Er sollte die Schule aufräumen. Aber dann... Dann hat dein Golem die Befehle seines wahren Meisters ausgeführt. Aber er soll doch den Erzmagier verteidigen. Warum wehrt sich nicht wenigstens der Pisspot? Er kann nicht! Ich befürchte, der Zauberspruch, den dir die Schiefertafel gegeben hat, nun ja, er beinhaltete mehr als nur den Befehl, lebe! Die Schiefertafel kam von dir? Blitzmerker! No. Genau wie der Drachenschweiß. Die einzige Zutat für die Zaubertinte, die du nicht hättest auftreiben können. Wir sind uns begegnet, als ich den Schweiß in die Schreibtischschublade legte. Erinnerst du dich? Ja klar, jetzt wird alles logisch. Er war auch der eine
blöde Schüler und Was hast du vor? Oh, dann ist das hier also die Stelle, an der der Bösewicht dem Helden seinen Plan verrät, damit dieser ihn in letzter Sekunde zunichte machen kann, was? Nein, dieses Mal nicht. Nichts wird mich davon abhalten, den Erzmagier zu ermorden. Du willst Erzmagier Alistair töten? Das wird dir nie gelingen. Er ist viel mächtiger als du. Zugegeben, seine Zauberkraft ist beeindruckend. Und er kann meine Gegenwart spüren. Sobald ich mich ihm auf einige Meter nähere, würde er meine bösen Absichten erkennen. Aber wie... Oh... Ganz recht. Keine Zauberkraft, junger Freund. Gute alte Körperkraft wird ihn zur Strecke bringen. Ein Schlag, ausgeführt von einer Maschine, die weder gut noch böse ist. Er wird nicht einmal wissen, was ihn getroffen hat. Geh schon mal vor, ich komme gleich nach. Nein! Oh Mist, jetzt haben wir wirklich ein Problem. Ich bin Lehrkörper an dieser Fakultät und Diplom-Magier. Ich verlange, lass mich auf der Stelle frei. Sonst was? Naja, ich spüre, wie mir das Blut in den Kopf steigt. Und ich habe kein Taschentuch dabei, wenn ich Nasenbluten bekomme. Nein, kein Taschentuch unter all dem Krempel, den du mit dir herumgeschleppt hast. Aber dafür das hier. Das ist meiner. Gib ihn zurück. Genauso zerbrechlich wie der Friede in einer Welt ohne den Erzmagier. Wollen wir so tun, als sei das nie passiert? Ich meine, das war schon ziemlich peinlich, oder? Wie du den dünnen Zauberstab durchbrechen wolltest und es nicht geschafft hast. Weißt du noch? Den da. Der Stab auf dem Boden. Der dünne. Ich werde dich aufhalten. Du wirst Meister Alistair nichts antun. Ach ja? Meister Wilbur Wetterquarz, der große Held, wird das verhindern? Derselbe Meister Wetterquarz, der mir die Waffe gebaut hat, die ich brauchte? Nein. Was werden die Leute wohl sagen, wenn es dein Golem war, der den Erzmagier zerquetschte? Oh, oder... Oh. Nein, nicht nur das. Nein. Okay, wir müssen uns irgendwie ganz schnell befreien hier. Das klappt ja gar nicht. Ich hoffe sehr, dass das kein Schüler war. Und ich hoffe, dass ich nicht als weiteres Skelett an der Decke enden werde. Können wir uns da irgendwas nehmen? Komm, nochmal. Versuche es erneut. Okay. Weiter komme ich nicht rüber. Aber ich habe den Schädel und einen kleineren Knochen, der an ihm dranhing. Okay, was können wir mit dem machen? Was haben wir denn noch? Können wir die irgendwie kombinieren? Nee. Ich bin jetzt gerade echt ein bisschen... Hey, so rum betrachtet ergibt das Ganze viel mehr Sinn. Obwohl, nein, doch nicht. Okay, Ich glaube, da liegt der Schlüssel für die Fußketten. Man hat ihn mir zusammen mit den anderen Schlüsseln übergeben, als ich den Lehrerjob angenommen habe.
Okay. Nur noch ein Stück. Wir Gnome sind von Natur aus Optimisten, wenn es um körperliche Merkmale geht. Aber ich befürchte, der Schlüssel ist doch knapp außerhalb meiner Reichweite. Timmy! Was? Was machen Sie denn da, Herr Professor? Eine lange Geschichte. Du musst mich befreien, hörst du? Ganz schnell! Oh, der ist... Ich finde den ja so süß animiert. Okay, was... Was soll ich tun? Wir schaffen das schon, oder? Klar! Der Schlüssel auf dem Schreibtisch, Timmy. Kannst du ihn erreichen? Ich komm da nicht hoch! Ich dachte, du kannst gut klettern. Ja, aber nicht fliegen! Wir lassen uns was einfallen. Okay, was haben wir denn hier? Lass Timmy einen Faden. Timmy, ein Faden vom Vorhang. Kannst du einen abnagen? Sehr gut. Okay, was haben wir noch? Kannst du mir den Zauberstab hochwerfen, Timmy? Der sieht schwer aus. Versuch es. Na, komm. Naja, guter Versuch, Timmy. Okay, können wir ihm das hier irgendwie... Hey, Timmy, ich hab hier was für dich. Fang! Sehr gut. Knote den Haken bitte an den Faden. Ah, ja, damit kommen wir jetzt auf den Tisch hoch. Ausgezeichnet. Ein Enterhaken. Kommst du mit dem Enterhaken auf den Tisch, Timmy? Es ist klasse. Super! Okay, In Ordnung. Schnapp dir den Schlüssel. Was können wir hier noch machen? Das Lineal, Timmy. Kannst du es knapp zur Hälfte über die Kante des Schreibtisches schieben? Oh, ich habe da so eine Idee. Ja, ich glaube, ich weiß, was er machen will. Gut so! Das Lineal liegt etwa zur Hälfte auf dem Tisch. Die andere Hälfte steht in der Luft. Ja, dann wissen wir ja, was wir da jetzt machen müssen. Okay, Timmy, das wird jetzt heikel. Stell dich bitte aufs Ende des Lineals. Ich weiß, die Chancen stehen 1 zu 1 Million. Aber wir müssen es versuchen. Die Zeit läuft uns davon. Bereit? Los! Hui! Na, wie haben wir das gemacht? Die Fußfesseln, schnell! Ich liebe es, wenn ein Plan... Ja. Nun ja, ich bin frei. Gut gemacht. Hör zu, Timmy. Du läufst jetzt so schnell wie es geht zu deinem Onkel Remy und sagst ihm, dass ein Anschlag auf den Erzmagier geplant ist. Verstanden? Ein Anschlag auf Meister Alistair? Der Gestaltwandler Munkus steckt dahinter. Und er hat einen Golem. Meinen Golem. Wir schaffen das schon. Ich hole Onkel Remy. Ah, klasse, Timmy. So, ich speichere ganz kurz hier an der Stelle. So, Spiel speichern.
Und dann schauen wir hier nochmal. Wir nehmen unseren Zauberstab. Hab ihn. Hoffen wir, dass ich damit etwas ausrichten kann. Oh, jetzt wird's... Da können wir wahrscheinlich... Habe ich in meinem Zimmer etwas, das mir weiterhelfen könnte? Nein, ich glaube nicht. Okay, und hier liegt auch nichts mehr. Es sieht inzwischen echt... Also los! Wahrscheinlich abhauen hier könnte ich jetzt wahrscheinlich nicht. Ich habe keine Zeit zu verlieren. Jeden Augenblick kann der Golem zuschlagen. Was kann ich in der Bibliothek noch machen? Ich habe keine Zeit zu verlieren. Jeden Augenblick kann der Golem zuschlagen. Und da davor steht jetzt die Stadtwache. Na toll, klasse. Ich muss in die Halle. Sofort. Halt! Zugang nur mit schriftlicher Einladung. Aber der Erzmagier ist da drin und er schwebt in Lebensgefahr. Sicher. Aber er kann auf sich selber aufpassen, meinst du nicht? Ich habe keine Zeit für Spielchen, Schildträger. Du wirst mich da reinlassen. Nanu, solche Töne vom ach so freundlichen kleinen Wetterquarz? Auf der Stelle. Ich denke nicht. Ich denke, du solltest... Ah! Gerade noch rechtzeitig. Ah, Wilbur, schön dich zu sehen. Hallo, Erzmagier. Auch schön, Nein! Sie zu sehen. Nein! Nein! Genug davon! Ich hätte wissen müssen, dass du hinter der Sache steckst, Mundus. Du hast zum letzten Mal Unfrieden gestiftet. Ich lasse dich gefangen nehmen und... Unmöglich! Was zum... Wir haben einen Eindringling! Wilbur Wetterquarz! Was zum... Sie sind zu spät, Schildträger! Der Erzmagier wurde ermordet! Von ihm! Aber das... Wie... Er hat den Anführer der Allianz ermordet! Was mich zur neuen Anführerin macht! Verhaften Sie ihn, Schildträger! Aber... Wilbur, hier entlang! Schnell, leg den hier an! Aufhalten! Was ist mit mir? Aus dem Weg! Der Erzmagier, wir... Wir müssen... Wir können im Moment nichts tun. Wir sollten erstmal die Lage sondieren und Informationen sammeln. Was ist genau passiert? Munkus steckt hinter allem. Er hat uns reingelegt. Munkus? Der Hexenmeister? Er kann sich mit Hilfe seines Amuletts verwandeln. Er ist in die Rolle des Straßenjungen und des Schuldirektors geschlüpft. Zumindest zeitweise. Wir haben ihn im Turm des Bösen nie gefunden. Wie auch? Vermutlich hat er sich als einer unserer Soldaten getarnt und ist mit uns nach Seefels gekommen. Krass. Ja, jetzt haben wir die Auflösung, was alles passiert ist, und bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht.
Der Golem hat nie wirklich mir gehorcht. Diese verdammte magische Schiefertafel hat ihm seine wahren Befehle eingeflüstert. Ich habe die Waffe gebaut, mit der der Erzmagier ermordet werden sollte. Wenn du jemandem Vorwürfe machen willst, dann fang mit mir an. Ich habe dich ermutigt, das Ding zu bauen. Dabei wäre es meine Aufgabe gewesen, nicht nur an das Gute zu denken, das er bewirken könnte. Und dein Zauberstab? Was hat es damit auf sich? Der Erzmagier ist der mächtigste Magier, den ich kenne. Und ich habe gesehen, wie er in einen Frosch verwandelt wurde. Einfach so. Ich weiß es nicht. Er hat sich schon gestern im Unterricht seltsam verhalten. Aber ich hätte nie gedacht, dass er so eine Macht besitzen würde, dass sogar ein kleines Mädchen... Es war immer nur der Stab. Er hat die ganze Zeit gezaubert, nicht ich. Er ist so mächtig, dass sogar ein kleines Mädchen... Es ist alles meine Schuld. Ich habe Munkus nicht erkannt. Und ich habe nicht erkannt, welch dunkle Macht von meinem Zauberstab ausgeht, weil... Wilbur. Weil ich in Wirklichkeit gar kein Magier bin. Ja, das war's. Es hat sich jetzt alles aufgelöst. Ich mache hier die Musik noch ein bisschen leiser. So. Ja, ich bin wirklich gespannt, wie es jetzt weitergeht. Wir wissen jetzt endlich, was die Rosa Pest ist. Wir wissen jetzt endlich, wie, wie sich das Ganze ergeben hat, was es jetzt mit dem komischen Jungen auf sich hatte, was dem Erzmagier genau passiert ist. Und wir stehen jetzt natürlich vor der Aufgabe, dass wir das ganze Land natürlich hier entsprechend wieder retten müssen. Ich bin unheimlich gespannt. Die zwei Akte sind jetzt vorbei und natürlich werden wir weitermachen, sobald es entsprechend weiterging. Und ich bin jetzt schon Feuer und Flamme dafür, wann es endlich weitergeht. Wenn ihr Informationen habt oder sobald es rauskommt, schreibt dies bitte in die Kommentare rein. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Gebt ein Abo, gebt ein Like und ja. Ich freue mich auf eine neue Runde hier bei The Book of Unwritten Tales Teil 2. Und oh, ich kann es kaum erwarten eigentlich. Bis dann, ciao, ciao.